Bereits um 5 Uhr morgens beginnt der Wahlkampf für ÖVP-Wahlhelfer Gerald Riedl. Wahlkampfort ist die Schranne, das Programm ist klar. Luftballons, Broschüren und Frühstückssackerl verteilen. Trotzdem ist so ein Tag auf der Schranne etwas Besonderes für einen Wahlhelfer. Heute ist eher die Ausnahme. Wir sind also so in der Regel eigentlich ab 7 unterwegs an die Straßenkreuzungen. Da verteilen wir meistens eine Stunde, anderthalb Stunden im Pendlerverkehr. Und anschließend haben wir in der Wahlwerkstatt was zum Herrichten für den nächsten Tag und begleiten dann Abgeordneten so am Nachmittag herum, Abend auf gewissen Veranstaltungen und so weiter. Also heute ist eher die Ausnahme. Etwas gemütlicher hat es Brigitte Günther von den Jusos. Sie bekommt Wahlkampfunterstützung von Laura Rudersch aus Wien. Zum Mittag trifft man sich im Argebeisel und stattet dann der Radiofabrik einen Besuch ab. Wir werden verteilen, wir werden Giveaways verteilen. Und ja, also das ist so das grobe Programm. Das Genaue wird sich so im Laufe der Zeit ergeben. Das machen wir manchmal ein bisschen spontan. Aber wird sicher nett werden. Viele Leute treffen, viele Jugendliche. Nach einer kurzen Verteilaktion im Argebeisel geht es dann auch für die SPÖ-Truppe in ihren Faymann-Autos weiter in die Innenstadt. Statt Ballons und Frühstückssackerl gibt es allerdings Kondome. Gerade für Wiener Politiker ist die Unterstützung lokaler Wahlhelfer unerlässlich. Sie unterstützen mich. Das sind die Jusos aus Salzburg, die sind, auf die kann ich mich immer verlassen. Also da kann ich anrufen und sagen, ich bin in Salzburg, kann man irgendwas machen. Und das ist immer gut organisiert und die sind total motivierend und sind eine große Stütze für mich. Ob rot oder schwarz, die Motivation für einen Straßeneinsatz für die Partei ist jeweils eine Mischung aus persönlicher Überzeugung und Karriereplanung. Ja, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten und die Botschaft zu vermitteln. Und ich werde auch selber für einen Gemeinderat kandidieren in meiner Heimatgemeinde Eugendorf. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dabei zu sein. Ja, ich habe auch Funktionen in der ÖVP und natürlich steht man zu dem, was im Programm steht. Und heuer ist eigentlich ganz speziell, weil man doch verhindern will, die Versprechen der SPÖ und so weiter, der anderen Parteien, dass man ein bisschen eindämmt und auch die Leute ein bisschen zur Vernunft, also versucht, ihnen auch zu erklären, dass es nicht eigentlich das, was die SPÖ verspricht, auch nicht das Gelbe vom Ei ist, sondern dass es eigentlich wieder auf uns zurückkommt. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Leute das persönlich mitteilt, dass es eigentlich nicht so gut ist, dass sie die SPÖ oder die anderen Partei wählen, dass die ÖVP eigentlich die vernünftigere Lösung ist. Und für das, glaube ich, zahlt es ganz gut aus, dass man sich da einsetzt. Und egal wie die Wahl ausgeht, etwaige Niederlagen werden nicht den unermüdlichen Wahlhelfern an der Parteibasis anzulasten sein. Aber dafür müssen ohnehin zumeist andere gerade stehen.